zu einer weiteren Folge Wheel Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land beim Außersehen Mohn ansäen. Ich hab's gestern mal wieder verpeilt, wollte eigentlich Dinkel anpflanzen, aber naja, Sämaschine nicht umgefüllt, passiert. So, Plan heute ist auf jeden Fall hier voll ansehen. Und dann wird man gegen Ende zum Rathaus fahren. Das sind morgen Gemeinderatsvorstellungen. Der Gemeinderat wird neu gewählt. Mal gucken. Ich werde mich nicht wieder aufstellen lassen. Ich habe ehrlich gesagt so viel Stress mit Feldarbeit und weiß was ich was, dass ich mich nicht wieder aufstellen lassen werde. Weil es frisst einfach zu viel Zeit, da noch irgendwas mit zu organisieren. Bin auch der Meinung, dass ich da ein bisschen ja, nachlässig war, was so meine Aufgaben anging. Ich hätte viel mehr erreichen können. Wir haben zwar Steuersenkungen erreicht, wir haben ja, Rabatte rausgehandelt für Produktion und Felder, Zuschüsse, Subventionen, aber die Wirtschaft, die kommt hier gerade einfach nicht aus Pott. Ist irgendwie Sommerloch. Ich weiß auch nicht. Also ich würde mir wünschen, dass da vielleicht noch neue Investoren kommen, die da aktiv mit an der Entwicklung mitarbeiten wollen, die ihr Grünfelder Land voranbringen wollen. Ja, dass wir hier einfach ein bisschen mehr Action haben. Also selbst die Subventionen, und das waren nicht gerade wenig. Wir haben ja die Felder und Produktion mit 25% subventioniert, haben nicht dazu beigetragen, dass die Bewohner Geld locker gemacht haben, um sich da noch ein bisschen zu expandieren. Was ich persönlich schade fand. Mein Lebensunterhalt ist jetzt eigentlich nur dadurch gesichert, dass ich die Gemeinde als Abnehmer habe für die Holzkohle. Dadurch habe ich immer eigentlich ein zuverlässiges Einkommen, auch wenn es jetzt nicht mega ist. Aber es ist halt ein Einkommen. Einkommen und ein Auskommen. Also es sichert mir ja schon immer gut Geld. Ich muss gerade mal gucken. Kohle 1700. Jetzt bin ich gerade mal überlegen, war das ein 1000 Liter Preis oder ein Palettenpreis? Ich glaube, das war ein Palettenpreis. Vielleicht kriege ich die nachher auch noch schnell verladen. Mal gucken. Aber eigentlich muss ich den Düngestreuer abholen. Den muss ich ja nachher beim Jürgen abstellen. Weiß zwar noch nicht, mit welchem Fahrzeug ich dann zurückkomme.
zeitlich müsste sich's ausgehen, dass wir mit dem Feld fertig werden. Hoffentlich wäscht er den dann auch gleich. Der Traktor könnte nämlich mal eine Wäsche gebrauchen. Aber da fällt mir gerade was ein. Ja, Blaubeer. Hallo, Herr Blaubeer, wie geht's Ihnen? Ah, er war Una. Ja, sehr gut. Und Ihnen? Ja, letzte Woche ja die Nierensteine, war im Krankenhaus. Oh, das hört sich nicht gut an. Ich hoffe, es geht ihm besser. Ja, jetzt ist wieder alles fit. Sitzt schon wieder auf dem Drescher. Ja, das hört sich doch gut an. Ja, bisschen zu wenig getrunken. Sie kennen es. Ja. Zu viel Stress, zu wenig trinken. Ja, so sieht's aus. Aber wissen Sie, das Gute war, der Arzt hat gesagt, Sie sollen trinken. Egal was, trinken Sie Bier, trinken Sie dies, trinken Sie das. Ich wollte gerade sagen, dann hilft dem Schnäpschen auch noch, ne? Ja, der war mir sympathisch, der Arzt. ich hoffe, Sie sind mit der Qualität der Paletten zufrieden. Sehr sogar. Sehr, das freut mich natürlich. Haben Sie da nochmal Bedarf, oder? Oh, ich habe momentan noch. Ich bin aber gleich nochmal bei der Molkerei. Da standen noch welche rum, das schaue ich nochmal. Ja, wenn Sie nochmal was brauchen, dann melden Sie sich, ne? Ich hätte das ja noch einiges auf Vorrat. Das würde ich sofort tun. Kartons ebenso wie Leerpaletten. Ja, super. Gut, wir sehen uns heute Abend, morgen früh, nee, heute Abend auch noch. Beim Rathaus, oder? Ja. Kommen Sie vorbei. Das mache ich auf jeden Fall. Gut. Dann bis später. Ja, bis später. Ciao. Gut, tschüss. Wenn der zufrieden ist, dann bin ich auch zufrieden. Ich muss ja gucken. Kundenbetreuung wird groß geschrieben. Heißt nämlich die Kundenbetreuung. Feld gleich fertig. Mal überlegen, ob das zeitlich reicht, wenn ich jetzt dann die Paletten noch verlade. Ich glaube eigentlich eher nicht. Ich glaube, das müssen wir morgen machen. Überlegen, ob ich hier noch schnell mit dem Düngestreuer drüber fahre. Ob das sich noch ausgeht. Maschine wegpacken. Ja, da steht der Tiefenlocker. So. Da direkt die Pflegebereifung wieder drauf und ich glaube, ich würde dann eher direkt hochfahren zum Rathaus. Weil ich glaube, das wird uns sonst nicht reichen von der Zeit.
Dann kann ich nach dem Service, kann ich dann die Felder pflügen. Ah, warte, komm, ich putze, glaube ich, selber kurz. Dann weiß ich, dass es ordentlich gemacht ist, ey. Beim Jürgen weiß man ja nie. Schön in den Radkasten. Super. Schick. Gut, dann fahren wir hoch zur... Moment, ich muss das Ding erst anheben. Dann schleift mir da alles auf den Boden. So, dann fahren wir mal zum Rathaus. Ah, trinken, hat der Arzt gesagt. Folge war ohne, hallo? Hi, ist Herr Neumann. Hi, Neumi. Bist du unterwegs zur Gemeinderatswahl? Jo. Gut. Bringst du mir die Rechnung gleich mit? Nee, das bringe ich dir nächste Woche mit. Okay. Also, wenn ich wieder nächste Woche von der Dings wieder zurück bin. Ach, egal. Nach der Wahl, so. Also nächste Woche, ach, egal. Bist du ein bisschen verwirrt oder was? Bist du aufgeregt? Nee, aber alleine tut sich das nicht so gut im LU. Ja, bist halt der Chef, ne? Einer muss immer der Arsch sein. Ja, der eine Fortbildung, der andere Urlaub. Ja. Okay, gut, dann bis gleich, ne? Jo, bis gleich. Tschö. Tschö. Nein! Da war ein Blitzer. Dann treffen wir uns noch beim Rathaus. Kann ich nachher vielleicht mal noch kurz bei der Kartonproduktion reinschauen. Weil heute gibt es die neuen Vorstellungen für die... Ja, perfekt. Hi. Oh, hallo. Hallo. Machen wir mal hier die Tür zu, sonst kühlt es hier aus alles.
Ist doch warm genug. Brauchst du deine Sauna drin oder was? Ach, ja, natürlich. Ist doch für die Gefangenen besser, Sauna. Mhm. Die sind aber sportlich unterwegs bei dem Wetter. Ja, so ist es halt. Manche können auch immer in die Schule gehen. Herr Blaubeer hat seinen Linker angeladen. Strom bei ihrem Fahrzeug. Haben Sie den verstanden, Herr Drissler? Hä? Haben Sie den verstanden, den ich gerade gesagt habe? Nee, sorry, ich hatte gerade die Batterie gerade im Blick. Um ja, vielen Dank, Herr Drissler. Abschleppen ist bei Herrn Wasix immer so teuer, deswegen. Wo ist denn der überhaupt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wieder Futter holen. Auf den muss man immer warten, ey. Irgendwo ein Date im Restaurant oder so, habe ich gelesen. Was? Ja, der war dann irgendwie auf Essenslieferung oder irgendwas war da. Ja, ich hole mir mal kurz einen Rockstar hier beim mir mit. Da ist der Döner für dich, Herr Blaubeer. Ja, ich habe ihn bestellt. Müssen wir nur noch abholen. Jo, Mehmet, ein Rockstar bitte. Was ist denn jetzt noch? Punch natürlich. Ein Döner bitte. Das Lila, nee, nicht das Rote. Danke. Was willst du? 3,50? Das sind ja Wucherpreise hier. Das ist ja fast wie eine Tanke, die Preise, ey. Ja, ich weiß. Man muss das halt alles. Ich glaube, hier machen wir mal eine Lebensmittelüberprüfung. Eine Steuerüberprüfung würde es bei dir besser passen. Hallo Mehmet, eine Cola bitte. 2,50, gerne doch. So. Da wäre ein Rostig aus, Mehmet. Oh, warte. Warum geht denn jetzt mein Funkgerät hier los? Was ist denn jetzt los? Mehmet hat einen Störsender drin. Ich bitte Sie, den Störsender zu entfernen, Mehmet. Kommt er jetzt wirklich später, der Jürgen, oder was? Ja, denk schon. Ah, oh, Mensch. Gut, aber dann vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Tada. Schaut morgen wieder rein, dann geht's nämlich genau an dieser Stelle weiter. Tschüss.